die Wurzel von Uneinigkeit und Einseitigkeit, Doppelpunkt. Kann man von einer Schublade aus den Zeitgeist beeinflussen? Oder wäre ein solcher Glaube schon ein Hinweis für ein Symptom, nämlich für Hybris, also Selbstüberheblichkeit, Selbstüberschätzung? Und ist vielleicht Narzissmus, also Selbstsucht, Selbstgerechtigkeit, Selbstüberheblichkeit, Selbstdarstellerei, Egozentrik und so weiter, die Wurzel der meisten Übel? Die einen blasen sich auf, die anderen dackeln den Aufgeblasenen hinterher, zumindest im Denken. Wer ist eigentlich frei davon? Wer schafft es, aus diesem Karussell auszusteigen, den eigenen Narzissmus bzw. aber den eigenen inneren Götzenanbeter, den inneren, unkritischen, blind folgenden Fanboy zu erkennen und zu mäßigen? Wer aber das schafft, wird sicherlich Gelassenheit ernten und eine Akzeptanz des Möglichen und Unmöglichen, ohne eben dadurch gleich neutralisiert zu werden. Im Gegenteil, wer es schafft, aus dem Narzissmus auszusteigen, wer es schafft, sein Ungleichgewicht aus Ego-Inflation oder aber Ego-Deflation auszugleichen, der wird erst fähig zu wirklicher Kooperation und zu einer ernsthaften Beeinflussung. Damit meine ich eine Kooperation, die nicht nur wie eine Zweckehe ist, die nicht nur auf eigene, schnelle, kleine Vorteile bedacht ist, die nicht nur ein kurzfristig guter Deal ist. Und mit ernsthafter Beeinflussung meine ich das Gegenteil von Nachplappern und ständigem Wiederkäuen. Hierfür wäre aber eine fast buddhistische Identifikation nötig. Es geht dabei um ein Handeln zum Vorteil des großen Ganzen, um eine Verbesserung von allem für alle, also gezwungenermaßen auch um eine Verbesserung für die, die man eigentlich nicht mag. Und keiner kann jeden mögen. Aber es gibt keine Einigung ohne ein Entgegenkommen. Und ohne Einigung gibt es nur Blockaden. Jetzt, wer ist so wenig Narzisst, dass er dazu fähig wäre? Wer kann um des lieben Erfolgs willen sogar sein eigenes Ego maßregeln? Wer kann seine Missgunst überwinden? Wer kann seinen Unwillen überwinden? Wer kann seine Abneigungen vernünftig kontrollieren? Wer kann Vernunft und private Neigung und Abneigung voneinander trennen? Vielleicht niemand, vielleicht noch niemand. Vielleicht wird der Mensch in der Zukunft es irgendwann einmal können, dann würde sich der Zeitgeist ändern. Bis dahin wird der gegenwärtige laufende gesellschaftliche Trend die Antriebskraft der Entwicklungen bleiben. Und zumindest heutzutage ist jeder gesellschaftliche Trend eigentlich ein ökonomischer Trend, ein bloßer Wirtschaftstrend. Und Reaktionen darauf werden sich im Kreis drehen, wie Wirbel oder Strudel im Wasser, die man mit einem nur halben Staudamm erzeugen kann und den Trend nicht bremsen, eher noch eine Stromschnelle erzeugen, wenn das Momentum aufgrund von Widerständen gebündelt wird, und das wird den Trend alles andere als umkehren und vielleicht auch sogar nicht mal die Richtung korrigieren. Eher noch wird es ganz von sich aus mal eine Trendwende geben. Das ist wiederum sogar nicht mal unwahrscheinlich, aber das ist ein anderes Thema. Wer es aber schafft, seinen eigenen Narzissmus, seine persönliche narzisstische Schieflage auch nur einzudämmen, bekommt einen guten Lohn dafür sofort. Er verliert unrealistische Ziele, Illusionen, schlechte Vorbilder, unrealistische Erwartungen und er kann andere Narzissten von da an besser erkennen und lässt sich von ihnen nicht mehr unsinnig beeindrucken, denn die reden viel, bauschen viel auf, stellen dadurch viel in Aussicht, machen viel Wind, aber es ist nur Luft. Wenn man auf den Nutzen schaut, dann sieht man, es ist nur Wind.
Ein wenig Wind ist auch nichts Schlechtes. Vieles hat auch was für sich. Aber man sollte sich deshalb nichts Irreales versprechen. Sonst ist man nur selber ein Teil der Täuschung durch Selbsttäuschung. Wenn man immer das Gleiche tut, bleibt das Ergebnis gleich. Wenn man immer das Gleiche denkt, denkt man eigentlich gar nicht.